Hallo Radfreunde, ich bin wieder unterwegs. Diesmal habe ich mir den Luxus geleistet und bin mit der S-Bahn nach Echterdingen gekommen. Von hier will ich jetzt nach Wendlingen fahren, dann Kirchheim Untertegg, Neuffen, Nörtingen, Bernhausen und wieder zurück nach Echterdingen. Ob ich dann nochmal nach Hause weiterfahre mit dem Rad oder S-Bahn nehme, das entscheide ich dann Nachmittag. Das sind circa 80 Kilometer. Das Wetter ist jetzt nicht berauschend. Gut, die Sonne kommt jetzt raus, aber sehr starker Wind im Moment, aber Rückenwind. Und da hoffe ich, dass ich Glück habe. Und das entweder ganz aufhört oder werde ich Rückenwind haben. Dann wünsche ich uns allen viel Spaß bei der Reise. Ich zeige euch ein bisschen meine Gegend. Wenn euch das interessiert, dann guckt ihr bitte bis zu Ende, mein Film. Also, bis dann. Sie sehr schön runter. Der Wind schiebt von hinten. Dazu noch bergab. Aber das muss hier alles wieder hochfahren und hoffen Sie nicht gegen Wind. Thank you.
So, ich bin jetzt hinter Wendlingen. Jetzt geht es weiter Richtung Kirchheim-Unterteck. Das Wetter ist schön, Sonne scheint. Jetzt fahre ich eine Strecke, wo ich sehr geschützt bin von dem Wind. Ich weiß nicht, wie das weiter wird, wenn alles offen ist. Aber es wird nicht lustig. Das habe ich schon ein paar Stellen bemerkt. Oh, jetzt ist noch die S-Bahn schneller als ich. Aber die werde ich nicht mehr nachholen. Beziehungsweise einholen. Das ist einfach zu bisschen zu schnell für mich. Zu sehen. Das ist unterhalb von Kirchheim oder schon Dettingen, weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall die hübsche Burg Teck. Da kann man auch schön oben wandern gehen und das Auto stehen lassen. Und in 2 Stunden ist man da schön oben.
jetzt erwartet mich der zweite Anstieg von 4. Der zweite ist jetzt der heftigste. 6,8 Kilometer. Und wie man hier sieht, auf meinem Navi, es ist ganz heftig. Ich fühle mich langsam wie in den Alpen. Der höchste Punkt heute ist erreicht worden. Das sind 726 Meter. Gestartet bin ich bei 460. Die letzten knapp 7 Kilometer, das war stets 6% Anstieg. Also war schon hart, vor allem, weil es sehr windig hier oben ist. Gut, im Moment hat sich beruhigt, aber wo ich gefahren bin, ständig Gegenwind. Aber jetzt ist Zeit für Mittag. Mindestens ein bisschen ein Brötchen und dann weiter. Manche meine Kollegen tun zum Mittag was kochen, benutzen noch Trangia. Für mich ist das, also dauert das zu lange. Es ist schade um die Zeit, sonst esse ich ein, zwei Brötchen, was trinken und dann weiterfahren. Statt irgendwo im Wald eine Stunde oder zwei Stunden kochen, da fahre ich lieber in die Innenstädte, gucke ich mir die Häuser an. Denkmäler und so weiter, das interessiert mich nicht. Er interessiert mich. Ich bin nicht so ein Typ, der einfach nur durchsaust, nur Radtouren, ohne was zu sehen. Thank you.
Außenmikrofon hört man das sicher. Also es ist sehr schwer zu fahren. Gegenwind, nur Gegenwind jetzt. Ah. Es ist nicht einfach. Heute werde ich gut schlafen. Hoffentlich kann ich meine Sportschau angucken und nicht, dass ich dazwischen einschlafe. Mal gucken. Aber es schlaucht. Vor allem der Anstieg da oben, die Serpentinen, die knapp 7 Kilometer. Das war schwer. Landete hier Ferdinand Graf von Zeppelin in seinem Luftschiff. War gedacht, dass die Bevölkerung kann besichtigen. Leider. Am Nachmittag kamen sehr starke Gewitter und hat das Schiff getroffen. Daraufhin ist ausgebrannt. Jetzt kurzer Fazit. Die Strecke war wunderschön. Die meisten kannte ich gar nicht. Es war natürlich sehr schwer, vor allem die Serpentinen da hoch. Aber das habe ich auch geschafft. Das Schlimmste im Ganzen war der Wind. Das war kein normaler Wind. Das war eher Sturm. Und jetzt die zweite Hälfte ins Gesicht geblasen. Also wirklich, ich muss sagen, ich bin fast fertig. Nach Hause habe ich jetzt noch, sagen wir 10 Minuten bergab. Das kann ich aushalten. Also genau bis 5:30 bis zur Sportschau schaffe ich. Die dabei waren, jetzt mindestens beim Film, bei denen möchte ich mich bedanken, dass die ausgehalten haben. Dann vielleicht bis zum nächsten Film, zur nächsten Tour. Wo ich fahre, weiß ich noch nicht. Habe ich da viele auf Komoot. Aber weiß ich noch nicht, was ich machen werde und wann. Also, erstmal tschüss.